So, hallo meine lieben Freunde, hier ist wieder euer Syrael. Wir waren hier bei The Moment of Silence stehen geblieben in diesem komischen Planetarium, welches wir auf diesem Foto hier entdeckt haben. Wir sind jetzt gerade den Eingang reingekommen und es gibt hier übrigens viel Interessantes zu entdecken. Ich bin sehr gespannt. Wir erkunden mal. Nicht erkundigen, ja das auch, aber erkunden tun wir auch. Und zwar fangen wir mal an mit dem Foto hier. Auf. Das ist die Marsoberfläche. Ich glaube, das Foto stammt von der Mission Anfang des Jahrhunderts. Ja, wir haben ein bisschen resümiert, sind ein bisschen hin und her gereist und sind immer noch auf der Suche von dem Daddy, von dem Kleinen. Kein Zutritt für Unbefugte. Kein Zutritt für Unbefugte. Und hier steht Dr. Price, den wir gleich mal aushorchen. Guten Tag, Sir. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Mein Name ist Peter Wright. Ich hätte ein paar Fragen, wenn Sie kurz Zeit haben. Ja, natürlich. Ich bin Dr. Price. Freut mich, Mr. Wright. So, dann schauen wir mal. Wir haben ein paar Fragen zu SETI. Ich hätte ein paar Fragen zum SETI. Oh, natürlich, natürlich. Das trifft sich gut. Wie finanziert sich dieses Institut? Und Sie sind ganz sicher, dass Sie nicht von einer Fördermittelbehörde sind? Ganz sicher. Ich frage mich nur, wie Sie eine solche Anlage unterhalten. Ich meine, die Geräte sind riesig und... Das seht ihr, wirtschaftet ja vermutlich keinen Gewinn. Wissen Sie, Erkenntnisgewinn ist tausendmal bedeutsamer als Geldgewinn. Und wir haben das Glück, dass einige Großunternehmen, die mehrheitlich der Regierung unterstellt sind, unser Vorhaben maßgeblich unterstützen. Wir haben vor etwa 20 Jahren eine komplett neue Computervernetzung und völlig neue Hardware erhalten. Seitdem werden wir regelmäßig mit Updates auf dem neuesten Stand gehalten. Es ist wirklich großzügig. Welche Unternehmen sind das denn? Eine gute Frage. Welche Unternehmen sind das? Oh, alles, was Rang und Namen hat. Die Cubicam, das Luna 5 Konsortium, der United Bank Trust, die Cargo Services, die United Communication Services. Oh, na bitte. Das sind ja wirklich die größten der Großen. Was versprechen sich diese Unternehmen von der Beteiligung am SETI-Programm? Sie missgönnen uns die Unterstützung unserer Arbeit? Nein, absolut nicht. Ich frage mich nur, welches Interesse diese Unternehmen an den Ergebnissen haben könnten. Sie unterstützen uns, weil sie die Idee der freien Forschung gutheißen. Oh, das wäre sicher schön. Aber ich glaube, Unternehmen haben immer einen Grund, der Geld wert ist oder einen strategischen Vorteil. Vielleicht erhoffen sie sich einen Werbeeffekt vom Einsatz ihrer Produkte. Für uns ist das einerlei. Für uns ist die Hauptsache, dass wir hier unsere Arbeit tun können. Ja, wenn es nur mit der Welt wirklich so gut bestellt wäre, dass man einfach nur... spenden würde für sowas, ohne irgendeinen Hintergedanken zu haben. Was bedeutet regelmäßige Updates? Das bedeutet, dass alle paar Monate Techniker vorbeikommen, die eine Woche lang unser System durchchecken. Die gesamte Paraboleinheit wird inzwischen automatisch auf Lauschsektoren programmiert. Wir geben den Programmierern nur noch die Datensätze und die binden sie dann in die GlobalNet-Konsole ein. Alles andere geht dann automatisch. Aha. Also brauchen Sie selbst gar nichts mehr in den Computer einzugeben, richtig? Richtig. Wir filtern nur noch die Ergebnisse. Die Anlage arbeitet zwar nach unseren Vorgaben, aber ansonsten völlig autonom. Das ist enorm praktisch und minimiert unsere Fehlerquote quasi auf null. Sie beschäftigen also ja gar keine eigenen Techniker mehr. Nein, keinen einzigen. Wir sind ganz froh, dass wir mit der Technik nichts mehr zu tun haben, wissen Sie? Klingt schon etwas merkwürdig. Ist das der Grund, dass die erste Etage gerade gesperrt ist? Ja, richtig. Völlig richtig. Da oben sitzen gerade die Programmierer und Techniker der Communication Services. Die arbeiten hier jetzt für eine Woche jeden Tag an der Aktualisierung der Anlage. Und dann haben wir wieder monatelang störungsfreien Betrieb. Was meinen Sie? Dürfte ich ein wenig zusehen? Mich interessiert das. Tut mir leid, aber das geht auf gar keinen Fall. Ich habe erst kürzlich einen Mann deswegen abweisen müssen. Unsere Anlagen sind höchst empfindlich und nur Spezialisten dürfen in die Hardware-Räume. Und Sie selbst sind auch nicht dabei? Nein, ich kenne mich mit der Technik da oben auch nicht mehr richtig aus. Die Fortschritte sind einfach zu immens, um sie noch zu überblicken. Uns interessieren aber auch nur die Ergebnisse und die sind erstklassig. Hm. Ich finde das merkwürdig. Wir gucken Darf mal, ich was noch etwas drauf. Fragen? Da wäre noch etwas. Jetzt mal wieder zurück hier. Wozu dient diese Anlage? Was? Wie meinen Sie das? Ist das so eine Art Kontrollfrage? Sind Sie von der Abteilung der Kontrolle von Forschungsfördermitteln? Wir haben erst letztes Jahr 5 Stellen abbauen müssen und ich werde mich höchstpersönlich vor dem Portal anketten, wenn Sie...
Nein, ich frage das wirklich aus reinem Interesse, als Besucher. Oh, natürlich. Sie sind Besucher? Das ist interessant. Sicher, also... was denn? Ich hatte Sie etwas gefragt. Oh, richtig. Das SETI. Sie müssen entschuldigen, aber oben werden gerade die Computer gewartet und da bin ich immer sehr nervös. Also noch nervöser, als ich es normalerweise bin. Oh je. Also, kein Kaffee. Wo war ich? Das SETI. Ja, natürlich. Das SETI untersucht den Weltraum auf möglicherweise bestehende Signalübertragungen außerirdischer Intelligenzen und Zivilisationen. Wir richten unser Radioteleskop auf bestimmte aussichtsreiche Himmelsausschnitte und werten die Signale auf Regelmäßigkeiten oder Muster hin aus. Im Übrigen trinken wir Kaffee, viel Kaffee. Oh ja, das kann ich mir vorstellen. Sie sollten das vielleicht einschränken. Die Nervosität, Sie wissen schon. Oh, Sie, haben Sie es bemerkt, ja? Oh, Sie, Und, haben Sie schon etwas gefunden? Oh, wir finden pro Monat mindestens 1000 extrem aussichtsreiche Signale. Viele davon sind so komplex strukturiert, dass wir Monate mit der Analyse zubringen. Und ist dabei jemals etwas herausgekommen? Das wissen wir nicht. Was soll das heißen, Sie wissen es nicht? Nun, wir können nicht sicher sein, dass die Signale, die wir auffangen, Signale sind. Selbst die Hintergrundstrahlung des Weltraums könnte einen Code enthalten, den wir als Rauschen nur missverstehen, weil wir einfach nicht über die Analysemethoden verfügen, ihn zu dechiffrieren. Aber wir horchen nicht nur, verstehen Sie? Wir senden auch selbst ein Signal. Es enthält grundlegende Informationen über die Menschheit in einer logisch aufgebauten Sequenz. Aber geantwortet hat noch niemand, oder? Nein, wenn wir Glück haben, können wir schon in ein paar hunderttausend Jahren mit einer Antwort rechnen. Tja. Wer bestimmt das eigentlich so? Ich meine, das wird ja wirklich gesendet, ja, glaube ich. Wer bestimmt eigentlich, was da drin steht? Ich meine, das muss doch irgendwie, ne? Also, was sendet man da so? Hallo, Big Brother Staffel nächstes Jahr wieder. Glauben Sie selbst denn an Aliens? Glauben? Das fragen Sie mich? Glauben? Wo denken Sie hin? Oh, also, nicht? Ich glaube nicht, mein Freund. Ich weiß, dass Sie da sind. Sie sind bereits unter uns. Sie schwärmen aus jeden Tag und untersuchen unseren Planeten. Ach was, das kommt mir irgendwoher bekannt vor. Wie kommen Sie denn auf solche Dinge? Ich habe selbst eines der UFOs gesehen. Nachts vor einem Fenster meines Nachbarhauses. Leider... Hatten Sie keine Kamera zur Hand? Genau. Woher wissen Sie das? Intuition. Wissen Sie, das UFO hat auch ein rotes Licht abgestrahlt. Ein durchdringendes rotes Licht. Ich denke, die Aufnahme wäre ohnehin nichts geworden. Und soll ich Ihnen was sagen? Mein Nachbar ist nach dem Auftauchen des UFOs verschwunden. Einfach verschwunden. Ich vermute, Sie haben ihn mitgenommen, um seine Anatomie zu erforschen. Und ihn mit Gemüse zu kreuzen. Auch das kann man nicht mit wissenschaftlicher Sicherheit ausschließen. Okay. Darf ich? Guck mal, was haben wir denn noch hier? Eine Frage zu einem Besucher, genau. Ich hätte eine Frage zu einem Besucher. Er muss vor einigen Tagen hier gewesen sein. Ein gewisser Graham Oswald. Er ist Journalist. Oswald? Nein, nie gehört. Ich habe ein Bild von ihm dabei. Es wurde hier beim SETI aufgenommen, vor Ihrem Parabolspiegel. Sehen Sie? Oh ja, der Mann. Ich erinnere mich. Aber er hieß nicht Oswald. Er sagte, sein Name sei Drake. Das wissen Sie noch? Nun, sicher. Es ist zufällig der gleiche Name, den auch unser Drake hier vom SETI trug. Verstehen Sie? Ein wichtiger Forscher aus dem vergangenen Jahrtausend. Ich fragte den Mann noch, ob er vielleicht mit ihm verwandt sei. Das war er aber nicht. Er hat ihn einen falschen Namen genannt. Er heißt definitiv Oswald. Gut, das wird es so aufklären. Was wollte er hier? Wissen Sie das? Nun, Sie werden lachen. Er wollte unbedingt rauf in den Computerraum. Aber nachdem wir auch da schon die Techniker da hatten, habe ich ihn natürlich nicht gelassen. Er war mächtig enttäuscht. Ich habe ihm dann eine Führung über das Gelände angeboten, damit er den Weg nicht umsonst gekommen ist. Und? Hat er akzeptiert? Tja, wissen Sie, es war schon ein bisschen merkwürdig. Wir standen zusammen draußen beim Parabolspiegel und ich erzählte ihm von den technischen Einzelheiten und plötzlich stand er nicht mehr neben mir. Und wohin ist er dann gegangen? Haben Sie sie später wiedergefunden? Nein, er war plötzlich weg. Einfach verschwunden. Ich weiß gar nicht, wie lange ich noch allein vor mich hingeredet habe. Ist Ihnen sonst etwas aufgefallen an ihm?
Er sah irgendwie alarmiert aus. Alarmiert? Wie meinen Sie das? Hektisch, nervös, blass. Als hätte er etwas Schlimmes gehört oder gesehen. Sie können sich aber nicht vorstellen, was das vielleicht gewesen sein könnte? Nein, leider nein. Er war eben ziemlich durcheinander. Und dann hat er noch seine Tasche vergessen. Was? Oh. Er hat seine Tasche vergessen? Wo ist sie? Drüben, im Souvenirshop. Paul hat sie in Verwahrung. Ich bin ein Freund der Familie. Ich bringe seiner Frau die Tasche zurück, okay? Ein Freund? Ja, ein Freund. Wir sind Nachbarn. Sie können seine Frau fragen, wenn Sie wollen. Soll ich Ihnen die Messenger-Nummer geben? Oh, nein, das geht schon in Ordnung. Gehen Sie nur rüber. Ich sage Paul Bescheid. Cool. Ich sehe, vielen Dank erstmal. Keine... Oh, warte mal, wir haben... Dr. Price, ich... Was haben... Wir haben hier noch... Ich habe eine Frage an Sie persönlich. Sie dürfen nichts vergessen. An mich? Oh, wenn Sie meinen. Alles ist wichtig. Was genau tun Sie hier? Ich arbeite hier, Sie wissen schon, Lebensunterhalt verdienen und so weiter. Nun, genauer gesagt, ich arbeite hier eigentlich nicht, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen, wobei das natürlich auch, aber nicht nur, nicht einmal hauptsächlich, sondern in zweiter Linie, sekundär. Verstehen Sie? Ja, ich denke schon. Sie meinen, Sie machen das hier aus Leidenschaft? Wie kommt man zu einem solchen Job? Wie man zu einem solchen Job kommt, oh, das ist eigentlich ganz einfach. Sie brauchen Bestnoten in sämtlichen mathematischen und naturwissenschaftlichen Fächern, einen Intelligenzquotienten von 130 oder höher, wenig soziale Kontakte und einen Computer. Teilweise könnte ich damit dienen, glaube ich. Sie meinen naturwissenschaftliche Spitzenqualifikation? Eher wenig soziale Kontakte und Computer. Nun, das ist ein erster Schritt. Es war ein Scherz, in Ordnung. Oh, jetzt verstehe ich. Das ist wirklich sehr amüsant. Er ist schon gut, vergessen Sie. Zum Todler. Sagen Sie, Sie haben nicht zufällig schon mal vom Alien Attack Club in New York gehört, oder? Oh, doch, natürlich. Das sind ganz besonders begabte junge Männer. Sie haben schon mehrere Hackerangriffe auf unser Teleskop unternommen, soviel ich weiß. Sehr versierte und professionelle Arbeit. Wir haben sie erst an der inneren Firewall aufgespürt. Das ist ja interessant. Und? Haben Sie die Jungs nicht angezeigt? Ich? Aber woher denn? Das sind echte Fans unserer Arbeit. Bewundernswert. Wäre ich 10 Jahre jünger, ich würde mit Ihnen gemeinsam... Straftaten begehen. Darf ich? So, ich glaube, das war's. Vielen Dank. Keine... Dann schauen wir mal uns ein bisschen hier um. Denn wir können natürlich auch noch... Huch! Ja, die Kamerasteuerung ist manchmal etwas strange. So, jetzt aber. Faszinierend. Faszinierend. Er ist tot, Jim. Vielleicht eine Supernova. Da hinten steht jemand. Ich bin relativ unsicher, wo wir jetzt genau hin müssen. Aber ich glaube, wir können das alles hier mal auf der Seite. Vielleicht eine Supernova. Auch überall Supernovas. Faszinierend. Wow, was könnte das sein? Ah, wir könnten noch rüber zum Souvenirladen und die Tasche holen. Ich muss gerade mal gucken, wo hier der Ausgang war. Ausblick. Ah, vielleicht schauen wir mal den Ausblick an. Da draußen sieht man einen gewaltigen Parabolspiegel. Okay. Dann rennen wir mal zurück. Genau. Weiter. Komm schon. Wechsel die Perspektive. Danke. Und hinaus. Finden wir vielleicht wichtige Hinweise in diesem Rucksack? Ah, wo war denn das? Ich glaube, das war das hier. Ich glaube, es gab noch einen extra Ausgang. Das war hier nämlich nicht. Das war hier nicht. Wo man nämlich ein bisschen auch auf diese... auf die Seite von dem Parabolspiegel kommt. Wo war denn hier dieser Ausgang, ey? Hier? Ich kann mich nicht mehr... Ihr seht also, dass man da echt aufpassen muss, ja? Weil sonst ist man da ganz schnell mal... vergisst man ein Screen in dem Spiel, ja, mit irgendwelchen wichtigen Sachen und schon stickt man fest.
wie man merkt. Infotafel, die nehmen wir noch mit. Hier stehen ein paar Hintergrundinformationen zum City. Das Institut besteht aus der Lauschanlage, dem Ausstellungsgebäude und dem Observatorium für Kinder. Okay, dann gehen wir mal raus. So, das ist nämlich hier der richtige, schöne Ausgang. Und hier gibt es eine Stahltür, die wir natürlich gleich mal begutachten. Und das Radioteleskop nehmen wir erstmal mit. So, können wir da irgendwas tun? Nö. Dann gehen wir weiter zur Stahltür. Ich finde es auch schön, dass man mit überhaupt keinen anderen Leuten, außer den NPCs, die halt irgendwie für die Story... Vermutlich liegt dahinter ein Schaltraum für die Parabolanlage. Hier steht, Zutritt verboten. Außer für halt diese NPCs, die für die Story wichtig sind, reden kann. Es gibt irgendwie, glaube ich, ich kann mich nicht daran erinnern, dass es irgendwie was Unwichtiges geben würde. So, hier hinten, da ist der... Da ist der... Nicht ganz mein Geschmack. Der kommt mir auch bekannt vor. Wow, lebensgroße Alien-Puppen. Ein Fotoautomat aus den 20ern, würde ich sagen. Ich weiß noch, mit Patrick habe ich öfter mal Fotos in diesen Dingern gemacht. Okay, gehen wir mal rein. Scheint geschlossen zu sein. Es ist nur ein einziger Mann drin. Sehr charmant, Paul. Sehr cool. Aber wir haben immerhin die Tasche, die wir jetzt gleich mal aufmachen. Mal sehen. Er hatte wirklich merkwürdiges Zeug mit. Nadel und Faden, ein Messer und eine... Ich glaube, das ist eine alte Videokamera. Okay, können wir dich auch aufmachen? Drehen kann ich dich, darf ich dich nicht. Ich kann auch gar nicht draufdrücken. Schade. Ein Messer. Ziemlich scharf. Wieso hatte Mr. Oswald ein Messer dabei? Er hatte vermutlich ziemliche Angst. Wo habe ich nur dieses Garn schon mal gesehen? Ich habe irgendwas in der Hand gehabt, das damit genäht war. Der Teddybär. Haben wir den noch? Das ist die Puppe, die Tommy Oswald mir gegeben hat. Ein umwerfend hässlicher Alien. Wo hat sein Vater die wohl her? Vielleicht nehmen wir das Messer mit dem Alien. Okay, das geht nicht. Aber ich habe Vermutungen. Und zwar Reisen... Observatorium. Da geht's auch noch rein. Kann ich mich gar nicht mehr so... Ah, jetzt weiß ich wieder. Okay. Puh, jetzt bin ich echt verwirrt. Okay. Ja, da kann man dann die Zahlen da wahrscheinlich eintippen und gucken. Junge Frau, sehr schön. Sie sehen so verliebt aus. Ich störe lieber nicht. Sie sehen so... Okay. Alles klar, Mr. Wright, wir gehen zum Ausgang. Ich habe nämlich einen Plan. Und zwar... Dieses Garn ist, glaube ich, dieser Teddy mal genäht worden, soweit ich weiß. Das heißt, wir werden dem kleinen Oswald-Jungen nochmal einen Besuch abstatten und versuchen, den Teddy abzuluxen. Dann mit der Videokamera, die wir ja wahrscheinlich in irgendeinem, ja, keine Ahnung, ich habe jetzt nichts gefunden, keine Videokassette, die drin ist, aber vielleicht müssen wir das auch gar nicht. Ich guck lieber nochmal. Man kann da auch nichts aufmachen, sowas funktioniert nicht. Starten wir Cypher. Noch mal einen Besuch habe. Ich glaube aber, wir werden erstmal dem kleinen Tommy Hallo sagen, weil ich wittere ein weiteres Item. Ah, wenn wir hier endlich mal rauskommen würden. Das tut mir echt leid. Das tut mir echt leid, aber hier geht's raus. So, dann nehmen wir gleich mal das Setcar.
und reisen zum Flughafen. Ach toll, oh, das ist immer schön, ja. Ja, komm, raus mit dir. Das ist schon okay. Gucken wir mal, dass hier wir schnell wie möglich zum Ausgang kommen. Schon ein bisschen her seit der letzten Aufnahme, deswegen weiß ich nicht mehr so genau, wie die Bildschirme funktionieren. Das hat letztes Mal, glaube ich, ein bisschen besser geklappt. Verzeiht mir. Ausgang. Ich werde übrigens heute noch so eine gute halbe Stunde aufnehmen, also vielleicht nehme ich auch gleich noch ein Part auf, je nachdem wie spät das ist. Schauen wir mal. Brooklyn. Auf zu Tommy. Wenn er denn zu Hause ist. Wovon wir jetzt einfach mal ausgehen, nicht wahr? Los. Da hin. Ah, jetzt kommt wieder diese Fahrstuhlorgie. Ja, was gibt's sonst noch zu sagen? Fleißig machen wir alle Let's Plays. Manche mehr, manche weniger. Ich habe ja jetzt ein bisschen was vorbereitet. Mit ein paar kleinen Let's Plays und auch mit dem einfickigen Game, was noch kommt. Oder ich weiß noch nicht, welches ich zuerst hochlade. Das hier oder das andere. Schauen wir mal. Und ja, Alias, mein guter Alias. Es wäre ja wirklich schön, wenn du mal dein Donkey Kong Let's Play beenden würdest. Denn wir alle möchten dich wieder ein bisschen fluchen sehen. So, sie ist sogar zu Hause. Hallo, Mrs. Oswald. So, ah, da steht auch Tommy. Wundervoll. Hey, Tommy, ich muss erst mit deiner Mutter reden. Oh, alles klar. Hallo, Peter. Sie waren lange weg. Haben Sie Neuigkeiten? Ich denke schon. Sagen Sie, Deborah, war Ihr Mann Videoamateur? Was? Nicht, dass ich wüsste. Was ist denn überhaupt Video? Eine Bildaufzeichnungsmethode aus dem 20. Jahrhundert. Analoge Technik. Sie funktionierte mit Magnetbändern. Damals sehr populär und weit verbreitet. Sie haben bestimmt schon mal einen von den alten Rekordern auf dem Flohmarkt gesehen. Ah, diese Kästen, die so aussehen wie Spielkonsolen. Etwas in der Art, ja. Nun, Ihr Mann besaß eine Videokamera, mit der man Filme in diesem Format aufzeichnen konnte. Wussten Sie das? Nein, davon hat er mir nie erzählt und ich habe die Kamera auch nie gesehen. Ich habe sie in einer Tasche gefunden, die Ihr Mann beim SETI vergessen hat. Oder absichtlich zurückgelassen hat, ich weiß es nicht. Es waren noch ein paar andere Dinge drin. Was könnte er mit einer so vorsintflutlichen Technik gewollt haben? Ich habe wirklich keine Ahnung. Graham hat sich schon immer mit den merkwürdigsten Sachen beschäftigt. Vielleicht hat es mit seinem Artikel zu tun. Vielleicht hat er irgendwas über Technologiegeschichte gemacht. Tja, man weiß es nicht. Wissen Sie noch, wann Ihr Mann das letzte Mal am Flughafen war? Am Flughafen? Warten Sie... Naja, er war ja ständig am Flughafen. Soweit ich weiß, hatte er auch ein Schließfach dort. Ein Schließfach? Haben Sie den Schlüssel? Graham hat ihn wohl. Vielleicht hat er ihn hier liegen gelassen. Ich weiß nicht. Wie sieht denn so ein Schlüssel überhaupt aus? Darf ich mich gleich mal ein bisschen hier umsehen? Vielleicht finde ich ihn. Ja, natürlich. Tun Sie das nur. Sehr gut. Schlüssel suchen. Da ist etwas, das ich Ihnen zeigen möchte. Das Garn war in der Tasche, die ich gefunden habe. Ah, wundervoll. Was hat Ihr Mann dann mit dem Garn gemacht? Oh, das ist das Garn, mit dem ich immer Tommys Teddy repariere. Tommys Teddy? Ja. Warum er es dabei hatte? Keine Ahnung. Ich glaube, in dem Teddy steckt mehr, als man ihm ansieht. Auch ein Hinweis. Ich denke, ich muss jetzt los. Ich melde mich über den Messenger, wenn ich etwas höre. Über den Messenger oder hier bei Ihnen. Danke, Mr. Wright. Dann reden wir mal mit Tommy. Tommy, hi, alles klar? Haben Sie Dad gefunden? Nein, nein, leider noch nicht. Hör zu, Tommy, kann ich mal kurz dein Teddy haben? Wofür? Ich müsste etwas nachsehen. Du bekommst ihn dann sofort wieder. Es ist vielleicht wichtig. Okay. Zuerst sogar, wenn er einfach hin ist, so, Tommy, rück den Teddy raus! Und schüttelt ihn. Total wahnsinnig, so dass der... Was sind das für Kratzspuren hier eigentlich? Schaut euch mal die Wand da an. So, Tommy, siehst du dein Teddy? Sag gut Nacht. Sieh mal an. Aha. In dem Teddy ist ein altes Magnetband, eine Videokassette. Die muss aus der Kamera stammen. Okay.
Ich glaube, den brauchen wir nicht mehr. Der Teddy des Jungen. Ein echtes Lieblingskuscheltier, mehrfach genäht. Sicher vermisst ihr ihn schon. Die Videokassette. Okay, er will ihn nicht mehr. Wundervoll. So, jetzt suchen wir mal nach einem Schlüssel zu einem Schließfach. Enter Passwort. Korn Julio. Ich brauche Klopapier. Ah, ich habe vorhin den Film gesehen. Daher kommt das. Wo ist der Schlüssel? La. Können wir da hinlaufen? Ah, ist auch noch was. Okay. Schlüssel hier in den Pflanzen. Da. Auch nicht. Bild. Fernseher. Ich kann mich an dieses Spiel überhaupt nicht mehr erinnern, ne? Ich muss alles absuchen. Oh, was war... Ah, Schlüssel. Da liegt da. Wir haben Schlüssel gefunden. Das sieht aus wie ein Schließfachschlüssel. Aber zu was für einem Schließfach gehört er? Fragen wir mal Deborah oder zeigen wir mal den Schlüssel. Mit so. Wundervoll. Funktioniert sogar. Nein, funktioniert nicht. Hallo, Peter. Sie waren lange weg. Haben Sie... Ich denke... Da ist etwas, das ich Ihnen zeigen möchte. Die Kassette war in Tommys Teddy. Warum hat Ihr Mann denn diese Kassette da eingenäht? Meine Güte. Ich habe keine Ahnung. Er wollte sie wohl verstecken. Aber warum? Und vor wem? Das würde mich auch interessieren. Ich werde mir das Band mal ansehen, wenn ich noch irgendwo ein Abspielgerät auftreiben kann. Da wird... Okay, wir haben ich melde mich. Danke, Mr. Zeigen, aber es ist... Okay, wir haben auf jeden Fall so ein Schließfach. Das sieht aus wie... Aber zu was? Zu welchem Ding, ja. Den Teddycare war auch mit dem. Wir gehen mal... Wenn wir schon mal hier sind, bei uns in die Wohnung. Schauen, ob alles in Ordnung ist. Sieht alles ruhig aus. Können wir ins Bett? Hey, es ist hellichter Tag. Sah bei Mrs. Oswald gerade nicht so aus, muss ich sagen, Peter. Aber wir checken mal den PC. Und wir haben eine Nachricht. Peter, hallihallo. Ich hatte einen tollen Tag. Wie war Ihre? Ich war unterwegs. Schön. Wo sind Sie gewesen? In Arecibo, beim SETI-Institut. Aha. Was haben Sie denn da gemacht? Ich habe mich umgesehen. Es ist sehr interessant. Was? Was haben Sie sich angesehen? Nun ja, allerhand. Ich habe mich ein wenig umgeschaut. Wie kam Ihnen denn die Idee? Hat es Ihnen jemand empfohlen? Sie fragen mich überhaupt nicht, ob ich mich amüsiert habe. Oh, natürlich. Entschuldigen Sie, ich bin immer so neugierig und stelle so viele Fragen. Und das Wichtigste vergesse ich. Also, haben Sie sich amüsiert? Hatten Sie gutes Wetter? Haben Sie ein paar Aliens gesehen? Ja, jede Menge Aliens. Aufblasbare allerdings. Ich habe davon gehört, ja. Schön, dass Sie sich ein bisschen ablenken können. Und nicht so viel an die Sache mit Ihrem Nachbarn denken. Ich denke mehr denn je daran. Ich muss wieder los. Bis später. Ui, da war mal mächtig kalt. Naja. Ihr merkt schon, das ist immer hier so eine leicht depressive Stimmung, die der Mensch hier hat. Ich weiß gar nicht, ob er es schon erklärt hat, aber ich glaube, man kann ein bisschen... Wenn man ein bisschen mit der Story hier aufgepasst hat, dann weiß man auch warum. Ich möchte es jetzt auch gar nicht sagen. Aber wir merken, wir verstricken uns da immer mehr in eine gewisse Geschichte. Und was hat es mit diesem seltsamen Vater auf sich? So, hier sind wir wieder. Und genau, mein nächster Plan war... Oh, wir können aber hier bei dem Imbiss noch vorbeischauen. Der Imbissbudenbesitzer hat ja manchmal auch gute Ratschläge. Vielleicht gibt's ja auch irgendetwas. Bei Bob. Na Peter, wie geht's heute? Mann, Sie sehen müde aus. Schlecht geschlafen? Im Flugzeug. Oh, Sie waren verreist. Reichlich kurz. Reichlich anstrengend. Ich war in Puerto Rico. Oh Gott, was zum Teufel wollten Sie denn da? Ich habe das SETI-Institut besucht.
Hat der Alienwahn Sie jetzt angesteckt? In gewisser Weise vielleicht. Ich bin mir noch nicht sicher. Muss man sich Sorgen um Sie machen? Das frage ich mich auch manchmal. Okay, so, das war's. Hauptsache mal irgendwie ein paar Infos abgeladen. Dann gehen wir rüber zum Z-Car. Ja, immer diese langen Laufwege. Das hätte man auch ein bisschen so mit einer... was ist nicht, mit so Abkürzungen machen können. Einfach so irgendwie auf den Messenger klicken und dann geht's los. So, wo gehen wir hin? Nach Downtown. Nee, Lower East Side, richtig. Denn wir wollen ja Cypher einen Besuch abstatten. Und hoffen, dass der uns irgendwie sagen kann, wie wir dieses Band abspielen. Ich bin sehr gespannt, was da drauf ist. Aber ob mein Plan aufgeht, das sehen wir im nächsten Part. Bis dann, euer Syrael.